Wollt ihr wissen, wie man die ROM von dem VBA auf dem 3DS weiterspielen könnt? Dann bleibt jetzt dran. So, das erste, was wir tun müssen, ist einfach nur auf diese Seite zu gehen. Die habe ich unten in den Kommentaren erwähnt und ladet euch den Save Data Filer einfach herunter. Genau, klickt auf die Seite, dann auf diese Seite und ladet euch die Software runter. Diese wird dann unzippt und die habt ihr dann in eurem Ordner. Das ist eine CIA-Datei, die werdet ihr euch auf mit FBI werdet ihr euch auf dem 3DS installieren. Und geht dann in den Nintendo eShop und ja, holt euch erstmal Pokémon Rot oder Blau oder Gelb oder was auch immer auf euren 3DS runter. Das könnt ihr, ja, für einen 10er kriegt ihr das Spiel auch schon runtergeladen. Außer ihr habt schon mal installiert, so wie ich. Dann braucht ihr es nur noch erneut herunterladen. Diese Option gibt es auch. So, und dann geht ihr ins Spiel rein. Und ja, dann seht ihr, folgende Funktionen werden nicht unterstützt, aber auch klar. Werdet dann euch benennen, in dem Fall ist es Nostot und Algot, ja, ist jetzt egal, und speichert euer Spiel. Jetzt kommt der wichtige Part. Wir gehen in den Save File Loader und gehen auf den File hier unten beschrieben und drücken auf Y. Jetzt wird ein Ordner erstellt auf der SD-Karte und damit müssen wir jetzt unsere SD-Karte auch von unserem 3DS entfernen. Wir werden das jetzt mal tun. Und haben dann einen Ordner, der nennt sich Filer. Da gehen wir rein, gehen dann auf User Save Data, einen Ordner weiter, dann noch einen Ordner weiter. Da haben wir eine Datei namens Save Dat. Wir müssen jetzt eine Save Dat neu erstellen, sozusagen. Dafür müssen wir eigentlich nur unseren Visual Boy starten, gehen dann auf unsere ROM und ja, öffnen einfach unseren Spielstand, den wir schon vorher erstellt haben. Und zwar durch Import Battery File und gehen dann auf den Spielstand, den wir ja schon die ganze Zeit hatten. Der ist bei mir jetzt hier. Dann gehen wir auf Export Battery File und haben dann eine SAV-Datei. Die müssen wir jetzt umbenennen und zwar in eine Datei, die genauso heißt wie die, die wir gerade eben quasi exportiert haben. Also SAV.dat. Die werden wir dann einfach nur auf die SD-Karte raufpacken, Copy and Replace. Und haben jetzt eine neue Datei. Jetzt gehen wir wieder auf den Save Data Loader und gehen jetzt ganz rechts auf SD. Ja, das ist unsere SD-Karte, von der wir das Ganze dann rüberziehen. Drücken auf Import und haben das dann eigentlich soweit geschafft. Jetzt müsste eigentlich der Speicherstand auf unserem Spiel auf dem 3DS drauf sein. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und da kommt auch schon der große Moment, ob alles geklappt hat, so wie wir uns das vorstellen. Und da haben wir es auch schon weiter. Und da ist mein Spielstand. Super. Und wenn ihr gleich auch noch wissen wollt, wie man ein perfektes DV-Ditto fangt, 6 DVs quasi auf einem Ditto, dann schaltet auch dieses Video ein. Aber erstmal könnt ihr dieses Video liken, abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.